Seit einer Woche beherbergt eine Jägerfamilie aus Lamprechtshausen ein Rehkitz. Ein wildernder Hund dürfte es verletzt haben, jetzt wird es mühevoll aufgezogen. Und trotz seiner schlechten Erfahrung mit Hunden hat das Kitz mit dem Familienhund Freundschaft geschlossen. Uli Wolf hat die Familie besucht. Seinen Lieblingsplatz im Haus hat das Rehkitz rasch für sich entdeckt, das Familiensofa. Dort verbringt Hupsi, so wird der kleine Rehbock genannt, viel Zeit. Er ist vor einer Woche verletzt hierher gekommen und wird nun von der Jägerfamilie aufgepäppelt. Das Wissen darüber, was Kitze in dieser Situation brauchen, hat sich Karin Sauner im Lauf der Zeit angeeignet. Sie hat bereits etliche Jungtiere großgezogen. Ja, also das kriegt eine Milch, Ziegenmilch, Ziegenheumilch kriegt. Die muss zwischen 39 und 39,5 Grad haben, weil sonst kriegt es Durchfall, Bauchweh. Was Hupsi übrig lässt, gehört dem Hund. Und der begleitet das Kitz auch auf seinen Spaziergängen. Eine ungewöhnliche Freundschaft. Von der Jagd her ist er gewohnt, dass er Beute machen soll. Und das Kitz ist halt einfach ein Wild und für ihn ist das eine Arbeit. Aber nachdem wir das Kitz doch schon eine Zeit gehabt haben, hat das Kitz komplett einen anderen Geschmack als ein wildes Kitz. Und jetzt hat er natürlich das Kitz irgendwie als Mitglied von der Familie hat er es aufgenommen. Und auch das Kitz hat keinerlei Scheu vor ihm, obwohl es in den ersten Lebenstagen von einem wildernden Hund angefallen und verletzt worden sein dürfte. Ich darf an dieser Stelle wirklich an alle Menschen und Leute appellieren, die unterwegs sind draußen in der Natur. Bitte den Hund an die Leine. Das ist ganz wichtig, weil der Hund einfach, der fasst das Rehkitz, egal ob er klein oder groß ist, der hat den Instinkt. Ein weiterer Appell des Jägers, Hände weg von Wildtierbabys, wenn sie nicht offensichtlich verletzt sind. Immer wieder nehmen Spaziergänger scheinbar verwaiste Tierkinder mit und sind als Laien mit der Aufzucht überfordert. Es gehört nämlich viel Fachwissen dazu, Rehkitze artgerecht aufzuziehen. Dazu gehören Ausflüge, um sie mit ihrer natürlichen Nahrung vertraut zu machen. Rehe sind Feinspitze und bevorzugen Klee und feine Kräuter.